meine Lieben, wir machen heute diese leckere, gesunde Smoothie Bowl zusammen, die perfekt ist, um die Zellulite zu bekämpfen. Was hier alles drin ist, das zeige ich euch jetzt und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran. Da verlinke ich euch mein Bodykiss-Video, wo ich genau erkläre, auf was ihr achten solltet, wenn ihr diese unschöne Zellulite loswerden wollt. Wir brauchen gefrorene Bananen, ihr müsst aber keine gefrorenen Bananen nehmen. Es ist einfach jetzt etwas schöner für den Sommer, weil ihr wie so eine Art Eiscreme zum Frühstück essen könnt. Dann nehmen wir noch Babyblattspinat, ihr könnt aber auch ganz normalen Spinat nehmen oder sogar gefrorenen Spinat. Als Vitamin C-Bombe habe ich jetzt Johannisbeeren für die Jahreszeit. Wer die nicht findet, kann andere dunkle Früchte nehmen oder sogar etwas Orange oder Zitrone reingeben. Dann kommen wir zum Erdnussmus, was ich als Topping vor allen Dingen nehme. Da würde ich euch empfehlen, wirklich Erdnussmus zu nehmen und nicht Erdnussbutter, weil dann oft andere Stoffe noch hinzugesetzt werden. Auch zum Topping ein paar Kürbiskerne. Und weil zum Frühstück soll man natürlich auch gesund essen, aber auch perfekt, wenn man gegen Zellulite kämpft, sind Haferflocken. Ich habe jetzt hier kernige Haferflocken. Dann noch ein paar Chiasamen. Gefüllt mit ganz vielen Antioxidantien, aber auch proteinreich. Hier habe ich jetzt, anstatt alles mit Erdnussmus voll zu machen, habe ich noch entöltes Erdnussmehl. Ihr könnt aber, wenn ihr das nicht da habt, ich verlinke es euch unten, könnt ihr auch gerne noch etwas Erdnussmus dazugeben und noch ein bisschen Wasser. Ein guter Mixer ist natürlich nicht ganz zu unterschätzen, aber ihr müsst jetzt nicht irgendeinen speziellen Mixer dafür holen. Ihr könnt auch einfach gucken, dass ihr vielleicht sonst keine richtig gefrorenen Bananen nehmt oder ihr andere Früchte klein schneidet. Wer zum Beispiel keine Bananen mag, der kann sehr gerne auch gefrorene Mangos nehmen. Mangos haben auch sehr viel Vitamin C und eignen sich also perfekt dafür. Bei meiner Smoothie Bowl möchte ich gerne so eine grüne Basis haben, so richtig schöne, gesunde, grüne Farbe. Deswegen gebe ich jetzt nur meinen Spinat in den Mixer und später die Beeren, die auch sehr hübsch sind, aber das Ganze dann eher so zu einer braunen Masse machen würden, werde ich später als Topping hauptsächlich dazugeben. Vor allen Dingen finde ich auch, ja, so ein Topping gehört auch zu so einer Smoothie Bowl irgendwie dazu, oder? Jetzt noch ein bisschen Erdnussmehl entölt, sehr, sehr proteinreich. Mit ein bisschen Wasser anmischen und ihr habt eigentlich Erdnussbutter, nur eben nicht so fetthaltig. Haferflocken gebe ich jetzt noch ein bisschen hinzu, aber wir haben unten in der Infobox wie immer den Blog verlinkt. Dort werde ich euch alle Mengenangaben nochmal aufschreiben. Ich nehme nur die Hälfte davon und die andere Hälfte werde ich als Verzierung nehmen für den Extra Crunch in der Smoothie Bowl. Chiasamen, ihr könnt aber auch sehr gerne Leinsamen nehmen, wenn ihr möchtet. Ich habe jetzt Chiasamen da. Und der Rest ist eigentlich Deko. Manche Sachen sind Deko und Füllung, außer natürlich noch das Wasser. Jetzt geht's ans Mixen. Und mit das Wichtigste finde ich bei so einem Hochleistungsmixer, egal wie stark die sind, wenn es nicht richtig greifen kann, braucht ihr immer einen Stößel. Aber bei den ganzen Hochleistungsmixern kommt eigentlich immer ein Stößel mit dabei. Jetzt wird das Ganze getoppt, wie ihr lustig seid, wie ihr es am schönsten findet. Ich werde jetzt noch ein bisschen Haferflocken drüber geben, weil zum Frühstück oder als Mahlzeit allgemein sollte man auch genug Kohlenhydrate haben. Dann kommen unsere Sonnenblumenkerne, unsere Brombeeren und unsere schönen Johannisbeeren. Ah, rot und grün passt immer, oder? Das ist einfach schön. Einfach schön. Die sind so schön sauer. Es ist immer so ein bisschen sauer, süß. Die Mischung ist schon am schönsten. Und abschließend Chiasamen für den Crunch. Und das Erdnussmus, das darf nicht fehlen. Mmh, lecker. Fertig. Ich lasse mir jetzt meine leckere, proteinreiche Bowl schmecken. Ich hoffe, ihr macht es mal nach. Es ist so erfrischend, so lecker süß und säuerlich und so nussig. Perfekte Kombination für mich. Und schaut euch auf jeden Fall das Zellulite-Video auf Bodykiss an. Da erkläre ich, warum diese Kombination perfekt für euch ist. Bis dann. Tschüss.